Schön, dass ihr wieder hier seid bei Construction Simulator Gold Edition mit der Miss Käfer. Und mit dem guten Headcrafter 27. Ja. Und die letzten 20 Sekunden haben wir noch geschafft. Bin angekommen. Wortwörtlich angekommen. Wortwörtlich ist er ja angekommen und so ja, wie ich das so drinnen eigentlich abgekuppelt habe, dieses Vorgerät, das ging. Die ganze Vorfolge. Was das abkuppelt? Naja, dass das so da steht, so mit dem Film. Irgendwie ein schnell hingebracht. So. Komm, hinrückwärts. Weiß, boah, ey. Komm ich aber nicht wieder hier drauf. Ja, dann hast du ein Problem. Meint wahrscheinlich dann noch den Kran zusammenbauen und dann keine Ahnung was. Mal gleich sehen, was nach Gieso kommt. Nach der Gieso nach kommt was anderes. Denkst du, wir brauchen das Bohrzeug? Geh nochmal vorne nehmen, oder? Das finde ich das Dumme. Ja, dumm, wenn wir das nochmal brauchen. Ja, sicherlich, aber. Aber man weiß ja nie, ne? Das Spiel ist dumm. Ja, so dumm ist es auch nicht, aber. Jetzt hab ich's gesagt. Eye of YouTube. Ich kann mich verklagen. Ich glaub, dass das Spiel dumm ist. Du spielst davon schon 100 Folgen fast. Das ist schon wieder. Warum spielst du denn sein dummes Spiel? Ja? Dieses Fahrzeug lässt sich mal wieder hier gar nicht ordentlich. Hey, dumm ist das Spiel nicht, aber es ist halt. Ja. Dann muss ein Spiel, wo du sagen, ups, sagen kannst, 40 Stunden spielen und dann ist aber vorbei. Dann hört sich der Spaß auf. Hallo. Boah, ey. Wie ist der am Ende dann? Was denn dann so auf einen Steinhügel hängst und nicht weiterkommst. Ist das euer Ernst oder was? Komm ich echt nicht da hinten hin. Boah, komm ich auch nicht mehr. Weil ich da irgendwie krass war. Weg. Ich muss zurück zum Beispiel. Ich sperre jetzt einfach die Straße ab. So, das hätten wir. Hast du jetzt zurückgesetzt. Ubikan 1 hattest du mal gesagt, weil hier steht auf der 2. Hier steht auf dem Hof, wo hast denn du? Und der blaue, der steht. Drüben auf der Baustelle noch. Das war nicht Begleitfahrzeug 3, sondern es war. Vor allem Begleitfahrzeug 3 steht noch auf unserem alten Haus. Auf unserem kleinen Auftrag, wo du mit dem Stapler gefahren bist. Ganz am alten noch. Ja, Ed hat hier wieder professionell eingepackt. Also trotz ist die Rücksetzposition natürlich zufälligerweise belegt. Diese 100 Kran-Mission, ich hab doch keinen einzigen Kran gemacht, du Idiot. Doch, danke schon. Gut. Was haben wir gesagt? Gießen. Ich muss jetzt fertig gießen. Was gießen du? Ja. Oh Gott. Ja. Dann komm ich mal zu dir rüber, weil die ganzen Sachen stehen da drüben. Bahn. Mal kurz. Was denn, oh Gott? Ich du kannst schon mal den Kran. Ja, was ist denn, oh Gott? Ja, mit dem Gießen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was wir gießen soll. Ja, die ganze Fläche. Ja, ich geh mal wieder rüber. Tiefladder 3. So, mit Tiefladder 3 stehen wir gerade am Hof, weil wir ihn ja zurückgesetzt haben, weil Ed ja da so eingepackt hat, dass wir da nicht mehr rauskamen. Immer ist voll aus. Die Rücksetzposition war natürlich zufälligerweise gerade belegt. Ja.
Und bevor wir andere Fahrzeuge wegschieben, gehen wir einfach zum Hof. Genau. Dann ja, sparen wir uns auch die andere Arbeit. Dann sparen wir uns auch die Arbeit und vor allem viel Zeit. Und die Hammer, ja. Nicht, weil ich gerade wieder hier irgendwo gegenfahre. Schlecht. So. Ich hoffe, das passt so. So, stellen wir hier hin einfach. Bumm. Genau. Hallo, ich will einsteigen. Achso, ich muss vorne einsteigen. Das ist so ein Mist. Nee. Dumm. Ja, Aggression. Bin ich. Unsere kompletten Aggressionen wieder heute ausleben. Das ist einfach mal wieder. Und das Aggressionsgrad. Bin ich hier hingefahren und in Wirklichkeit ist ja der Bahn auf der anderen Seite. Wie komme ich dazu, dass er gerade hier steht? Sind wir dunkel über drin? Nein, natürlich sind beide wieder leer. Dankeschön. Dankeschön, ein gutes Spiel. Ja. Das sind halt so unsere Probleme mit diesem idiotischen Scheiß Spiel. Und da muss ich wieder rüberfahren mit beide Fahrzeugen. Ach Gott. Hallo, was ist denn das hier wieder für Krippel, alter Schwede? Wollt diesen Mist nur aufladen. Ups. Geht gar nicht. Genau, es geht gar nicht aufladen. Du, monatliche Abrechnung, minus 103.000. Das geht im Monat hinter das Festing. Gut. Ja, gut, geht. So, wie viel haben wir jetzt minus? Ne, wir haben jetzt 103.000 an Betriebskosten gezahlt. Also haben wir noch 300. Nee, mittlerweile haben wir wieder 700.000. Also wir haben wir Geld. Und die jetzt herkommen, wir die auch nicht, kann ich ehrlich nicht sagen. Dadurch, weil wir gebohrt haben, die Bohrmission bringen wir am meisten. Der Rest des Ganzen bringt jetzt gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich. Guck mal in den Anhänger, ob der da wieder Beton drin hat oder auch nicht. Euch halt. Holen wir halt wieder unseren Betonmischer. Fahren wir halt wieder zurück. Fahren wir halt sinnlos im Kreis, wir haben ja die Zeit. Ja, nichts was. Ladung befestigt, Ladung ist befestigt. Ich kann es dir sagen, ich weiß zwar nicht, wie das jetzt gehen sollte, weil das liegt eigentlich komplett wieder mal drüber. Nur das Spiel mag uns halt heute mal. Ja. Ich war eigentlich relativ doch gut bei dem Spiel, mir gefällt die Verfolgerkamera, weil die eigentlich recht gut funktioniert. Ja. In GTA, da kannst du überhaupt nichts. Du kannst nichts falsch machen, weil die lenkt einfach selber. Man sieht es eigentlich immer schön. Nichtsdestotrotz war ich gerne in der Innenansicht. Ich mag auch die Innenansicht. Außer bei Rückwärtsfahren, da geht natürlich. Spiegel so scheiße sind. Ja, das ist nicht. Das ist halt das Problem, es gibt Spiele ohne Innenansicht. Echt, was denn? Keine Ahnung, irgendwelche Spiele gibt es schon. Was wird schon geben? Ich weiß nicht, zum Beispiel GTA 5 auf der Konsole. Oder GTA 3 auf dem PC. Denn das hatte dann auch damals noch keine Innenansicht. Oder er geht hatte. Ja zwei auch nicht, da hast nur Oberansicht hat. Ja. Eine Draufsicht. So, da gab es ja auch noch kein Third Person. Gab es ja nur First Person. Nee, Third Person gab es aber nicht First Person. So. Mein Gott, ist ja. Das alles kompliziert hier. Ich fahr gerade wie einen dicken rum. Also nichts gegen dicke Leute, aber der Typ war recht schlank sogar, aber er war nun mal ein Chines. Dicker. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Faschist dicker. Bin, aber naja, egal. Ich weiß nicht. I live weiß nicht. In this country and erzähl irgendwelchen Mist. Genau. Ich betoniere irgendeinen Mist. Das interessiert einfach mich, Beton, was der Beton. Gute hier gerade tut.
kannst eh nichts machen mit deinen Drecksteinen. Das ist nett. Du hast eh keinen Kran. Was hat die Pedomische dann schon hier rüberfahren? Was sie brauchen, das kann. Ein bisschen weiter vor. Ja, Beton braucht man natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, ja, ich muss den Betonkübel. Beton. Richtig recht, das, was da drin ist dann. Mal warten, bis ich fertig bin, dann kann ich den Betonkübel wieder übernehmen. Weil die Betonmischer hier lassen. Braucht man, glaube ich, nicht drüben. Noch nicht. Jetzt stehe ich hier und mach nichts. Ja, wie immer. Das gefällt mir nicht. Auch wenn wir jetzt schon bei Minute 11 sind, somit kommt es nicht wirklich darauf an. Aber ich will das jetzt sehen. Ja, ist fertig. Juhu. Ja, Leute. Und wie es dann weitergeht, das gucken wir in der nächsten Folge dann an. Bis dahin. Wie immer, bleibt dran und tschüss. Tschüss.